Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier von Magic Duels. Wir sind im Kampf um Zendika und wollen unseren zweiten Gegner besiegen. Hat das letzte Mal ja nicht ganz so funktioniert. Jetzt muss ich denen natürlich beweisen, wer ich bin. Indem ich sie einfach alle töte. So macht man das unter Freund, man tötet sich. Dazu ist man Freund. Das ist eine Verpflichtung, die man als Freund eingegangen ist. Wir sind eingebildet. Und er fängt an, haben auch nur ein minimalstes Deck. Ja, wenn wir Länder nachziehen, haben wir verloren. Ansonsten probieren wir es doch einfach mal. Ich glaube, das ist eine schlechte Hand. Oh, was ist das denn? Hey, was ist das hier? Opfere die Sicht entfallene Wildnis. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte und bringe sie getappt ins Spiel. Die kennen wir doch nur mit einem anderen Bild. Nettes Bild. Sich entfallende Wildnis. Ja, gut. Er spielt auch weiß. Stimmt, er spielte zwei Farben. Warum ich das jetzt so komisch sage, liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach mal eine Aufnahmepause gemacht habe. Und ich mir schon ein bisschen Plan gemacht habe, wann ich ein bisschen mehr aufnehmen kann und wann ein bisschen weniger. Und jetzt bereite ich mich darauf vor, auf eine längere Aufnahmesession. Nennen wir das einfach mal so. Und da hast du eine gewisse Vorbereitung, weil ich während dieser Aufnahmesession nichts hochladen kann. Was ist das denn hier? Bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl erhalten plus 1 plus 2 bis zum Ende des Zuges. Und ich bekomme zwei Leben. Das ist schon mal sehr gut. Besser als diese blöde Hexe. Ja, ich weiß. Besser als diese blöde Hexerei. Den müssen wir unbedingt reinkriegen. Der ist gut. Erstschlag Landfall. Landung auf Deutsch, Englisch Landfall. Macht natürlich so eine Karte doppelt Sinn, Landfall. Fool, weil du bringst damit ja zwei Länder rein. Das heißt, der würde hier schon plus 4 kriegen. Leider kein Trampelschaden, aber Erstschlag ist schon mal gar nicht zu verachten. Hm. Wir bleiben mal defensiv. Überlegt, ob wir mit der Karte aggressiv reingehen, aber wir bleiben erstmal defensiv. Versuchen mit dem ein bisschen Aggro zu schüren. Den benutzen wir so ein bisschen als Backup. Gucken, ob das funktioniert. Also ich möchte die vielleicht erst später auch benutzen, wenn wir wirklich zwei Kreaturen haben. Aber momentan hält es sich. Das ist sehr interessant. Länder ziehen wir, wie gesagt, en masse, aber jetzt haben wir erstmal einen Angreifer. Ich dachte gerade, wenn ich jetzt mit dem angreife, gibt es einen Block und es passiert gar nichts, außer dass ich meine und sein... Ja, es ist... Nee. Also so ein Landfall ist natürlich eher dazu da... Ja, ihr wisst schon. Vorm Angriff Länder zu spielen. Kein Block, okay. Das war der Erstschlag. Und das war der normale Schlag. Ja, ab und zu drücke ich. Ich muss mir das halt abgewöhnen, ich weiß. Ansonsten sind wir jetzt ausgetappt. Das heißt, er kann damit extrem viel Kacke machen. Und gucken, ob er überhaupt so viel hat. Er hat auf jeden Fall Länder, so wie ich. Oh, jetzt spielt er was Großes. Zusammenkunft. Immer. Wenn die, der hier... oder ein anderer Verbündeter oder deine Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst. Ach, jetzt scheiße, jetzt geht der Overrun los bei ihm. 5. Dafür 3, ja, das ist klar. Schade, dass der hier nicht auch gleichzeitig enttappen lässt. Naja. Ja. Die 3 habe ich mir jetzt mal übersprungen. Also da habe ich tatsächlich wieder geklickt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt oder, ne? Oh, was ist das denn hier? Aufblitzen, das heißt, ich kann sie jederzeit spielen. Wenn die hier ins Spiel kommen, ich sende mal den Namen, wenn die Schlinge des Erstarrens ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert in Exil, bis diese hier das Spiel verlässt. Okay, mit Aufblitzen, das heißt, ich kann sie jederzeit spielen. Das ist natürlich sehr nice. Wenn er wirkt oder wenn sie ins Spiel kommt, deine Kontrolle ins Spiel kommt. Das heißt, wenn er sie spielt, kann ich immer noch darauf reagieren. Sehr nice.
gucken, ob er blockt. So. Hauen wir die einfach mal weg. Sehr schön. Muss ich den hier gar nicht benutzen. Das gefällt mir. Mit Erstschlag einfach mal vom Bild, von der Bildfläche weggeputzt. Ja, nice. Und wir haben noch die drei für die Karte hier offen. Cool. Ist zwar eine Verzauberung, aber durch die Fähigkeit aufblitzen können wir sie jederzeit spielen. Mag ein bisschen verwirrend sein, ist vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber da ist halt aufblitzen oder Flash nun mal. Oh, was macht der denn hier? Immer wenn der oder eine andere Verbündete deine Kontrolle spüren, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Wachsamkeit. Sie heißt, sie werden mal angreifen, nicht getappt. Jetzt hat der Wachsamkeit. Flup. Wir haben ja noch genug Länder, um den hier immer Erstschlag zu geben. Ist die Frage, ob ich das jetzt noch machen soll oder ob ich mir das eine Land tatsächlich nicht mehr auf der Hand behalte. Vielleicht kriege ich beide Kreaturen von ihm weg. Weggehauen und also den größeren von beiden weggehauen, der nichts kann, bleibt, und der andere, der wird zermatscht. Schön, also ein bisschen funktioniert es, und wir haben noch die drei Mana. Das heißt, das bewahren wir uns jetzt mal wirklich auf, wenn es notwendig ist. Solange er den hier blocken kann, bewahre ich mir das Land auf, es sei denn, er würde sterben, dass ich ein bisschen größer machen kann. Muss. Das ist hier so mein Notfallkarte. Und er muss ja irgendwas Großes noch auf der Hand haben, so viele Länder. Oder er hat nur noch Länder. Kann natürlich auch sein. Oh, ein Nichtskönnender. Aber das ist kein Brütling, ne? Nee, damit... Ah, schade. Oh. Das ist gut. Die sagt, ich kann all mein +1/+1 geben. Jetzt gibt's für den Doppelplus. Den wird er tot blocken. Und den muss er blocken. Oder wird er blocken aufgrund seines Lebens. Ein bisschen einfacher Gegner diesmal als sonst. Sagte ich ja, den wird er so blocken. Den Krill wird er auch so erstmal nicht wegkriegen, so schnell. Und die pauen sich gegen. Er hat die ganze Zeit versucht, den am Leben zu halten. Na gut. Jetzt ist es soweit. Wenn, selbst wenn wir mit der Karte nur noch Länder ziehen, können wir sie theoretisch immer Token plus irgendwie sowas in die Richtung. Er hat nur noch Länder auf der Hand. Haha. Nicht nur mein Deck ist scheiße. Oh, wir kriegen den tot, ne? Er wird zu 4 und er bleibt. Das heißt, er macht 6. Das wären genau 6. Mache ich mir nochmal einen Token. Und greifen wir mal an. Und wenn er jetzt irgendwas, eine Kreatur spielen sollte, die blocken könnte, mache ich sie weg. Dann ist er tot. Gut, war diesmal ein bisschen einfacher als das letzte Mal. Glück gehabt. Warum nicht plus, um das Deck sicherer zu machen? Wenn er blocken könnte oder was machen könnte, hätte der eine plus auch nicht mehr gemacht. Der wäre auf 1 geblieben, hätte er den großen geblockt halt. Oder sogar noch mehr Leben. Und dann macht es mehr Sinn, noch eine Kreatur mehr zu haben und nächste Runde mit mehr anzugreifen, als dieser eine Damage. Mit deiner ehrenhaften Art zu kämpfen, erlangst du das Vertrauen der Zyndika. Insbesondere von Kiora. Das ist diese nette Dame hier. Einem mächtigen Meervolk Planeswalker. Mit ihrer Hilfe sammelst du eine Armee und führst sie in die Seetor. Also nach Seetor, dahin. Nachdem auch Nissa dazugestoßen ist, wo ist die denn, die gute Dame? Scheint hier nicht da zu sein, ich sehe sie nicht. Doch, nee, das ist sie nicht, das ist ein Vampir. Nissa ist nicht dabei.
dazugestoßen ist, bist du bereit für die Schlacht. Gut, sind wir. Flup, und damit ist es offen und wir machen natürlich die nächste Schlacht. Hier, Meervolk. Ah, da ist Nissa. Krass. Und da sind wir. Und hier sind die Gegner, die sich überall an die Steine von Zenika klammern. Und sie macht Kopf ab. Wie war das mit Leben und Leben lassen? Naja, da hat sie sich wohl noch ein bisschen geändert. Du befehlst einer Armee furchtlos an vorderster Front im Kampf gegen Massen von Eldazari. Diese komischen hier. Deine Chancen stehen nicht gut. Doch du bist fest entschlossen und die Zenika folgen dir. Die Eldazari sind harte Gegner. Doch im in entscheidenden Moment erscheint dein Verbündeter Jace... Was? Belena, ich mag diese Namen nicht, aber Jace, echt? Und die Schlacht wendet sich zu euren Gunsten. Ach, aber es ist aber schön, dass es vorher verrät. Jace ist dabei. Jace ist ein blauer Planeswalker. Natürlich fängt der Gegner an. Was macht der hier? Immer wenn ich einen Allianten muss ich ein. Okay, dann kriege ich nämlich hier, was kriege ich dafür? Ein 1-1 Token. Was macht hier? Vergeltung der Turbulenz fügt 5 Schaden zu, deren Aufteilung auf eine beliebige Anzahl von angreifenden oder blockenden Kreaturen deiner Wahl zu bestimmen. Okay, ich darf 5 Schaden beliebig verteilen für 5 Mana. Nicht so mega geil. Und er hier kriegt immer eine +1/+1 Marke, wenn ein anderer Ally unter meine Kontrolle ins Spiel kommt. Na gut, wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach. Weiß-Grün, wir haben beide Mana da. Wir wissen, Eldazari brauchen im Normalfall eigentlich viel Mana, anscheinend auch nicht. Die Karte ist farblos. Immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zu, muss ich die oberste Karte exilen und für 2 Mana kriegt er plus. Eigentlich, also nicht die schlechteste Karte, zumindest besser als, ne? Ihr wisst was. Ich weiß jetzt schon, dass ich die oberste Karte verlieren werde. Ich weiß, macht man nicht so früh, aber in dem Fall mache ich's. Ich habe gesehen, wie viele Länder, vielleicht hätte ich es auch so einfach sein lassen können. Blöd, wenn man die Decks nicht kennt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich hier immer... Ja. Da werden wir auch gleich die erste Karte verlieren. Oh, ein Ally. Ach, jetzt, der will mir die Bibliothek zermalmen. Super. Die kriegen wir halt keine Lebensmittel. Und der ist auch noch fliegend. Holla, die Waldfee. Okay, ich mach's jetzt erstmal anders. Ich vernichte jetzt erstmal seine ganzen Kreaturen hier mit den Dingern. Und dann spiele ich meine aus. Ja, ist ein Spontanzauber. Ich dachte jetzt gerade, oh nein, aber doch ist es. Ich habe diesmal keine blöde Hexerei. Ciao, Marco. Ciao. Peitschen wir ihn ein bisschen. Und wir verlieren wieder eine Karte. Natürlich, wieder eine gute. Warum auch Länder? Oh, was macht der denn hier? Immer, wenn die Chor bla 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 oder eine andere Verbündete da eine Kontrolle ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur, die du kontrollierst, Erstschlag. Nice. Ich will den anderen auf jeden Fall tot haben. Der opfert sich. Der wird den blocken, das ist ein Opferlamm und die beiden pimpen sich mal ein bisschen. Die anderen pimpen sich hier alle. Mein Plan. Guck mal, selbst wenn er doppelt pumpt, wird seiner sterben. Genauso wie meiner. So, weg damit. Als allererstes erstmal ihn hier, weil er kriegt immer für andere Kreaturen, die wir spielen, Marken. Also er wird permanent größer. Ja, ich möchte seine Fähigkeit nutzen.
Blöd. Ja, ich habe das so eingestellt, das Gefahr. Ich kann sie ja auch so nicht machen. Ist sie ein Kannst? Kannst. Deswegen muss er mich fragen. Ich kann auch sagen, nee, möchte ich nicht. Vielleicht hat das ja taktische Gründe. Todesberührung. Oh, zieh eine Karte. Jeder Gegner schickt die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil. Das ist aber ungeil. Aber wir geben den mal Erstschlag, dann gibt es keine Todesberührung. Ich hole mir noch mal eine weiße, also eine Ebene. Keine, die sind farblos, ja. Ich hole mir noch eine Ebene. So, damit es ganz sauber ist. So, jetzt gibt es Erstschlag erstmal für alle. Und er kriegt Plus. Ja, möchte ich. So. Da kann ihn seine Todesberührung überhaupt nichts. Dede. Ja, damit wird er ein paar Probleme kriegen auf Dauer. Ist das auch ein Ali? Ja, sehr schön. Und er macht Ali-Token? Ja, Verbündete, also Allianz-Token. Sehr schön. Ich hätte es anders machen. Erst den und dann das Land. Ah, naja. War jetzt nicht so clever. Gebe ich zu. Gebe ich zu. War schlecht gespielt. Oh, was hat er denn da? Die Karte ist farblos. Schicke eine Kreatur deiner Wahl und ein Land deiner Wahl ins Exil. Alto Belli. Erstschlag, natürlich kommt er drüber. Blöde Frage. Mit dem Land ist ein bisschen blöd gelaufen, ja. Nicht optimal genutzt. Aber das ist krass gewesen. Das ist sogar ein Spontanzauber. Ein bisschen sehr teuer, aber... Nee, den opfere ich nicht. Da geht lieber die oberste Karte ins Exil. Ich habe noch genug. Aber irgendwas hat er noch. Der wird jetzt was rausspielen. Das hätte er den Blocker nicht weggepackt. Och, schade. Der war auch gut. Hat er nicht? Jetzt machen wir es richtig. Jetzt nutzen wir mal alle Effekte. Wir machen einen Token. Halt. Hey, vielleicht wollte ich... Achso, das hat als Reaktion auf den Effekt gemacht. Der ist super. Ah, der nervt. Warum macht er mir dauernd meine Länder weg? Das ist wirklich nervig gerade ein bisschen. Frechheit. Einfach nur eine Frechheit. Komm doch, komm doch. Hätte ich geblockt. Oh, er schickt da wieder einen ins Exil. Ah, okay. Ist noch eine Verzauberung. Ist okay. Was hat er denn da? Fliegend und wieder Verzehr. Oh, der immer mit seinem Verzehr. Der nervt. Und vielleicht kriege ich ja noch einen Mana. Das wäre schon mal sehr gut. Hey, hey, hey. Aber ich brauche ein weißes. Ach, Mann. Fähigkeit, das ist besser gerade. Erstschlag. Ja, mit der kann ich hier vielleicht noch was machen, wenn er einen Block deklariert. Ciao, Bella. Genau so wollte ich das. Hätte ich jetzt noch ein weißes, hätte es nochmal richtig Ärger gegeben.
Wahrscheinlich macht er mir jetzt wieder mein Weißes weg. Er hat noch einen davon gezogen. Wusstet ihr übrigens früher, als ich zumindest mit Magic angefangen habe, ziemlich früh, mit, als, sagen wir mal so, 4. Edition Ice Age. Ich weiß nicht, der ein oder andere sagt das vielleicht nichts, aber damals konnte oder waren die Deckgrößen für ein Standarddeck nur mal 40 Karten und nicht 60, wie es heute ist. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen. Und tatsächlich hat man, oh Gott, jetzt geht's los. Wenn du den Fäulnishirten wirkst, kannst du 2 Karten, die dein Gegner besitzt, aus dem Exil auf den Friedhof ihres Besitzers legen. Da. Falls du dies tust, bringe 3 1-1 farblose über dein Spiel, opfere die Kreatur und öde Mana. Dein Gegner besitzt 8. Okay, er darf jetzt, wenn er will, 2 da reinpacken. Wird er wahrscheinlich tun. Hat er getan. Wenn da wahrscheinlich reingepackt. Oh. Ich glaube, Erstschlag wäre sogar sinnvoller gewesen, aber ich möchte was gucken. Erstschlag wäre sinnvoller gewesen. Shit. Hätte ich mal Erstschlag gemacht. Der denkt aber ganz schön lange dafür, dass es ein PC ist. Habt ihr gesehen, so viel Zeit hätte der gar nicht gehabt. Da packe ich 2 drauf. 3. 3. Hallo? Bestimme eine Kreatur, der einen Schaden zugefügt werden soll. Der hier. Hallo? Was war das denn? Vergeltung fügt 5 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung eine beliebige Anzahl an Angreifen oder Block... Ach so. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich so machen. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich kann die auch so zerschießen. Na gut. Oh. 3 Schaden oder weniger. Okay. 3 oder weniger. Super. Das lief ja mal voll in die Hose. Ich habe nicht gelesen, dass das angreifender Block. Ich weiß, ich hätte wieder meine Karten lesen müssen. Ich habe es nicht getan. Ah, war doof. Ich weiß, worauf er wartet, dass ich keine Länder nachziehe. Aber irgendwas Gutes muss ich jetzt ja nachziehen. Ja, die Folge ist ein bisschen länger. Aber ich werde dieses Match noch zu Ende spielen. Das mache ich jetzt für euch. Oh, nice. Haha. Immer, wenn die hier oder dann unter meine Kontrolle ins Spiel kommen, wieder an Ali, darf ich einzahlen. Falls ich dies zu, kriege ich einen Pflanzentoken. Ich spiele den mal. Ja. Ich möchte eins bezahlen, dessen Farbe ich mir nicht aussuche, oder? Wende die Taste zum Tappen von Mana. Aber ich durfte mir nicht aussuchen wieder welches. Habt ihr es gesehen? Die am Erstschlag rüber. Dann macht er nämlich gar nichts. Der mit den Pflanzentoken ist gut. Die Pflanzen können jetzt hier seine komischen Eldazari-Mistviecher blocken. Ja, so sieht eine Pflanze aus. Also mit den, ohne den Krüssel da. Ja, Pflanzen können hier anscheinend auch was. Aber sein Extra-Card-Roll gefällt mir nicht. Die Karte, die exiliert wird, ja, aber... Extra-Card-Roll ist immer gut. Oh, was hat er denn da?
Wenn er ins Spiel kommt, kannst du zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert, natürlich ziehen. Und dafür, wenn du dies tust, erhält der 4 Marken. Ehrlich? Ehrlich? Der ist 9-9. Wie soll ich den denn wegkriegen? Nimm mal im Ernst. Super. Aber Erstschlag gegen 9-9? Bringt mir das was? Blockt er den vielleicht tot? Und dann... Der blockt ganz viele. Also ich habe da irgendwie wenig Chancen gegen den Heini. Der muss weggetappt sein, damit das was bringt. Hallo? Die Zeit ist abgelaufen. Ich habe nicht so viel Bedenkzeit. Finde ich aber mal hier, ne? Ist ein bisschen unfair. Hier wird nicht Gleiches mit Gleichem gemessen. Er hat ja keinen Trampelschaden. Ich muss mal überlegen, wie ich den wegkriege. Das ist schon eine harte Nuss. Ah, super, jetzt macht er mir eine Kreatur weg. Nein, ausgerechnet den noch. Ah, ist das nervig. Ich glaube, ich verkacke hier gerade richtig. Das ist eine echt miese Karte hier. Das sah so gut für uns aus. Ja, ein Land, yeah. Ich würde gerne sehen, was ich habe. Kann ich nicht. Na, gucken, ob er blockt. Oh, ich darf aufteilen, wer von den beiden einen Schaden kriegt. Ach, der hat den einen gepumpt. Ah, das ist clever, deswegen. Okay, dann... Ah, shit. Kein so ein guter Angriff. Schlechter Angriff. Krass. Krass, was er hier aus dem Scheiß rausholt. Ich muss den unbedingt loswerden. Ich beschleunige das mal. Da kann ich gar nicht. Ich beschleunige es. Endlich ist er tot. Meine Güte. Na, mal gucken, was wir für einen Mist wieder ziehen. Ich weiß nicht, wie wir das noch aufhalten. Angreifenden oder blockenden Kreaturen. Der wird hier wieder einen von mir wieder fressen. Machen wir das mal so. Nice. Ich dachte, er tappt sein Mana. Na
Mal gucken, wenn wir Glück haben, ziehen wir jetzt noch ein paar Sachen hinterher. Okay, das ist jetzt nicht das Glück, was ich meinte. Jetzt versuche ich mich mit Token ein bisschen überleben zu halten, den immer zu blocken und mit dem immer zwei Schaden zuzufügen. Wenn er den irgendwie wieder exilt, weil er jetzt so einen Exilspruch zieht, was ich mir gut vorstellen kann, weil warum sollte er nicht sowas kriegen, jetzt, dann haben wir verloren. Und ansonsten können wir blocken. Also, aber er wird ein Exilspruch. Die Folge hat aber ganz schön Überlänge heute, ne? Mein Token ist mehr als tot, das, ich hab's schon begriffen. Wenn er ins Spiel kommt und falls du eine andere Farblose kontrollierst, was er hat, verliert dein Gegner 2 Lebenspunkte. Ach du Scheiße. Aber das lügt ja heute. Jetzt muss ich mit beiden blocken. Hat er mich ganz schön in die Ecke gedrängt. Durch diese Karte. Unglaublich. Naja, blocke ich halt mit 1-1er-Token. Ja, wir kennen das Szenario. Ja, verliere ich wieder 2? Oh, wieder ein Pumper. Ich möchte auch mal langsam wieder was Gutes ziehen. Bitte nicht wieder ein Land, bitte nicht wieder ein Land, dann bin ich tot. Obwohl... Ich kann diese Fähigkeit ja immer nutzen und ich kann mir auch immer einen Token machen, zu jeder Zeit. Schon mal sehr praktisch. Die Frage ist, Erstschlag? Ja, kriegen sie automatisch. Jetzt darf ich blocken. Muss ich ja, sonst bin ich dort. Ja, einmal gepumpt reicht ihn ja. Damit konnte ich wenigstens den 2-2 am Leben lassen, dadurch, dass ich es jetzt erst in diesem Zug gemacht habe. Ja, okay, das Szenario kennen wir auch. Mit dir ist es auch klar. Und ein Land. Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Oh, ein Ali. Ja, möchte ich. Ah, es zieht sich hier mit den 2 Leben, ne? Wie gesagt, das Blöde ist, dass wir leider, leider hinten sind. Ich nehme jetzt meinen First Strike raus und behalte lieber den Pumper, dass der hoffentlich mit dem immer größer wird. Ah, vielleicht irgendwann groß genug für den 9-9er ist. Mal gucken. Es sieht nicht gut aus. Er holt sich Karten. Er holt sich Karten. Das ist das Problem. Dafür zahlen. Ne? Oh, da sind wir sowas von tot. Ein Spontanzauber. Ein Gegner deiner Wahl schickt eine Karte aus seinem Friedhof. Kannst du dir falls du sie zu bringen eine... Er bringt dann noch eine und zieht noch eine Karte. Ach du Scheiße. Muss ich irgendeine ins Exil packen? Ja, hier. Nehmen wir mal die. Ich glaube, wir haben verloren. Wir haben lange, lange überlebt. Aber gegen den Druck werden wir einfach nicht standhalten können. Ah, und schon wieder. Na, nochmal hier irgendwas?
Overrun. Er macht einen Dang. Gucken wir mal, ob er den pimpen wird. Okay, der ist raus. Und wir sind tot. Ich werde nichts gegen machen können. Ja, die Handvoll. Deswegen meine ich, ist der gut. Also gut, die Mana-Kosten sind ein bisschen extrem hoch, ja. Aber das Kartenziehen ist halt extrem krass. Und wir sind genau tot. Na gut, ich hoffe, die nächste Partie, die wir jetzt hier gleich spielen, wird für uns besser ausgehen. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen, auch wenn die Folge ein bisschen länger ist. Wenn ja, macht mal einen Daumen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen oder bei einem weiteren und anderen Let's Play. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!